Ciao, 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 meine Sportskameraden, YouTube-Freunde, Schalker-Freunde. Ja, erstmal Ralf Fährmann. Ralf Fährmann. Top, top, Ralle, top. Er hat seinen Vertrag verlängert und ist auch eingegangen mit Geldeinbußen oder wie soll Gehaltseinbußen. Da die jetzt mit dem Gehalt runtergegangen sind, sparen wir bei Fährmann um die 1 Million im Jahr. 1 Million oder 1,5 Millionen. Ihr könnt mich ja korrigieren, so was ich gelesen habe. Hey, erstmal Respekt an Fährmann, dass er das überhaupt macht. Es gibt ja viele Sportler, die sagen, nö, ich bestehe auf meinen Vertrag, ich gehe mit dem Gehalt nicht runter. Hatten wir ja viele schon. Und da muss ich den Ralf, unser Torwart, unsere Nummer 1, wirklich hohen Respekt zollen. Wirklich, ja, viele schreiben, ach meine Güte, die 1 Million, hey, die 1 Million. Wie oft sagen welche, würdest du auf Geld verzichten, wenn du so einen Vertrag hast? Nein, würdest du nicht bei der Arbeit. Richtig, aber der Fährmann macht das, weil er weiß ja unsere finanziellen Probleme bei Schalke. Er liebt diesen Verein, Und er geht die Gehaltseinbußen ein. Er verdient, glaube ich, 2,5 Millionen im Jahr. Und jetzt ganz runter, ich glaube, unter 1 Million oder 1 Million verdient er jetzt nur im Jahr. Hey, das soll mal erstmal einer nachmachen. Und immer hier groß motzen, immer, ja, die 1 Million, nein. Ich sage jetzt immer wieder, es gibt viele Beispiele. Ich sage nur ein Marc Uth oder ein Rudi, die Millionen in den Arsch geschoben gekriegt haben und die noch nie einmal auf Ablöse verzichtet haben oder irgendwie so ähnlich war das. Ey, Respekt, Ralle. Auch an die Schalker, die den Ralle immer kritisiert haben wegen seiner Leistung, den taucht nichts, den brauchen wir nicht, den, ach, was willst du mit Ralle? Der Ralle zeigt das jedes Mal auf den Platz mit seiner Leistung. Und das honoriere ich sehr hoch bei Ralle, dass er nie aufgegeben hat. Deswegen Ralle, sauber. Klasse. Meine Meinung, du bist ein super Typ. Du zeigst allen, was Schalke bedeutet. Ja, und jetzt noch einmal Rabbi Matondo. Ciao, Rabbi. Rabbi. Ich wünsche dir viel Glück bei Zerxelbrügge. Wirklich, viel Glück. Ich hoffe, du machst eine gute Song, weil wir leihen dich ja aus mit einer Kaufoption. Und ich hoffe und bete, dass sie dich kaufen. Bitte. Es war ein Fehlankauf mit dir. Ist so 9 Millionen einfach in den Wind geschossen. Muss man auch sagen. Gegen dich persönlich, Rabbi, habe ich nichts. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und dass du da Erfolg hast. Wirklich, vom Herzen. Aber mit Schalke hat es nicht leider geklappt. Deswegen viel Erfolg bei Brügge und ich hoffe, die kaufen dich. Ciao. Ja, das war's. Schreibt ihr in die Kommentare, was sagt ihr zu Ralle? Ich denke mal, alle sind zufrieden, was er da gemacht hat. Ich bin mega zufrieden. Top, Ralle. Top. Ja, ihr braucht auch nicht in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Egal, ich bin mega und jetzt Freitag hauen wir Aue weg. So, wünsche euch alle noch einen schönen Tag. Euer Schalke.